und willkommen zu diesem wunderschönen Frühlingstag. Es ist so herrlich. Meine ganze Familie ist im Garten, buddelt und ja, sieht entsprechend aus. Die Kinder haben aber ihren Spaß immer in diesem Dreck. Oh, ist das herrlich, das Wetter. Das ist ja warm. Guck mal, meine Hände sind schon schmutzig. Boah, zeig mal. Mitgemacht. Hast du mitgemacht? Warst du fleißig, ja? Wurzeln weggemacht. Was hast du weggemacht? Wurzeln. Ach, Wurzeln. Wir haben leider nicht die Wurzeln vollständig ausgerüstet. Sie waren ganz, ganz viel nur übrig geblieben. Ach, deine Bambuswurzeln? Da vorne war der bei dem Wasser. War der? Die Wurzeln, die ist hier. Nee, bei mir geht auch. Ja. Also die Bambuspflanzen, die sind ja echt heftig. Aber guck mal, wie ist das? Von da und dann immer Sprossen hier lang. Ja. Hier. Hier. Ich muss sie noch bis dahin graben und dann. Habe ich den Kreis voll Flut und dann... Okay. Papa, ich hab was gefunden! Also wenn Frühling ist, wenn es ein bisschen schöner wird, dann findet man Justus fast nur noch im Garten. Er liebt es einfach so zu werkeln. Ist aber auch heute warm. Heute ist wirklich richtig warm. Wir haben aber gleich noch was vor. Und zwar möchte ich unbedingt den Babybauchgipsabdruck machen. Den habe ich bisher bei jeder Schwangerschaft gemacht, also bei Johann, Clara, nur bei Elisa nicht. Ich weiß nicht, bei Elisa hatten wir zwar den Gips besorgt, und zwar den hier. Ja, tatsächlich diese beiden Packungen. Viel zu viel. Justus meinte noch zu mir, ob das wohl reicht. Doch, ich glaube, das reicht. Ich weiß nicht, wie viele hier drin sind. Oh mein Gott. Das reicht auf jeden Fall. Also man kann ja normalerweise auch so eine Babybauch-Sets kaufen. Weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Man kriegt jetzt einfach auch diese ganz normalen Gipsbänder in der Apotheke. Und ich glaube, die kosten nicht so viel, wenn man sich so ein Set kauft. Und meistens reichen da so von diesen Rollen, ich glaube so 5. Je nachdem, wie viel man eben eingipsen möchte. Also ob man nur den Bauch eingipsen möchte oder ob man auch den Busen mit eingipsen möchte, dann braucht man halt ein bisschen mehr. Ich werde das jetzt gleich schon mal zurechtschneiden, damit das so auf die Länge passt. Also ein paar längere, ein paar kürzere und auch für den Busen. Also ich mache den immer mit. Ich finde, das sieht ja schöner aus. Sonst hat man ja nur so ein Ding vom Bauch und man kann das nicht so wirklich zuordnen. Also ich freue mich riesig darauf. Ich freue mich, dass wir das dieses Mal auch schaffen, dass ich das nicht wieder verpasse, so wie bei der Elisa. Und wer weiß, ne? Wie lange Zeit wir noch dafür hätten. Die Schwangerschaft läuft voran und ist unaufhaltsam und deswegen machen wir das heute. Ich mache schon mal den Gips, Justus, ja? Ich schneide den schon mal zurecht. Brauchst du gar nicht. Was? Weil ich lege das dann um. Also fliegst rüber und dann die andere Seite. Ach so, Justus will sich das einfach machen. Und dann würde ich auch so knicken, dann hält das besser. Na gut, dann schneide ich keinen Gips zurecht. Dann muss ich jetzt noch warten, bis die ganze Horde wieder reinkommt. Elisa, heute machen wir Babybauchgips. Ja, machst du dann mit? Ja. Machst du dann auch deine Patschi-Hände drauf? Nein, die nicht. Die müssen wir vorher waschen. Und danach kannst du deine Patschi-Hände drauf machen. Nee. Elisa! Dieses Wetter, das macht so Lust auf Grillen. Ich habe schon mit Justus gesprochen. Wir müssen unbedingt die Tage oder nächste Woche angrillen. Und ich habe mir schon eine Liste gemacht mit Dingen, die ich einkaufen muss, die wir grillen werden. Achso, ich suche jetzt einmal kurz noch eine Creme raus. Also man soll sich ja vorher gut eincremen. Das ist ganz wichtig. Das hatte ich, glaube ich, beim ersten Mal auch nicht gemacht. Aber es ist besser. Es ist auf jeden Fall besser. Denn dann zieht es hier nicht so, wenn man den Gips wieder abnimmt. Vaseline ist wohl das Standardprodukt, was man so benutzt. Ich habe jetzt definitiv keine da. Aber man kann natürlich auch eine andere fettige Creme nehmen. Oder auch ein Öl. Da werde ich jetzt einfach mal schauen, was ich so in meinem Schränkchen drin habe. Oh, ja, ich hatte ja ganz, ganz viel aussortiert beim Umzug. Und jetzt muss ich gucken, ob ich überhaupt noch was da habe, was ich dafür verwenden kann. Also ich habe hier einmal eine Feuchtigkeitscreme. Dann nehme ich das. Ich hoffe, das bringt was. Damit werde ich mich dann erstmal komplett eincremen, überall. Ich werde mir gleich nochmal was anderes anziehen. Irgendwelche Sachen, die ich nicht mehr so unbedingt brauche.
Und dann kann Justus mich einmal eingipsen. Und ich kann auch nur den Tipp geben, dass man das im Stehen macht. Es ist zwar anstrengender und ich kann dann auch nicht so lange und Justus muss sich dann auch beeilen. Aber im Stehen sieht der Gipsabdruck sehr, sehr viel schöner aus als im Sitzen. Und deswegen, ja, was man nicht alles tut für so was Schönes. Meine Kliniktasche steht übrigens jetzt auch immer da. Bereit, fertig gepackt. Ich habe jetzt auch mittlerweile alle Babysachen reingetan. Das letzte Mal, als ich dir gezeigt habe, was ich da alles reintue, waren das ja nur Sachen für mich. Aber die Babysachen sind ja jetzt auch fertig. Und ich ziehe gleich für den Gipsbauchabdruck noch irgendwas Kurzes, glaube ich, an. Weil ich sowieso erstmal mit so einem nackten Bauch da sitze. Ja, sowas Kurzes hier. Also dieser große Kleiderschrank ist ein Segen. Endlich so viel Platz, alles aufgehangen. Ich habe alles im Überblick, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, so schnell kommen sie nicht rein, meine liebsten Menschen. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass ich jetzt erstmal schon was backe, beziehungsweise ich wollte Kaiserschmarrn machen. Hatte ich gestern Abend überlegt, oh, Kaiserschmarrn, habe ich richtig Lust drauf. Ich habe auch alles da. Rosinen natürlich, genau, das ist richtig. Habe ich hier in meinem Döschen drin. Zucker, Salz, Eier, Milch, Butter. Das Übliche, wenn man so backt. Ist jetzt heute einfach Mittagessen, Ersatz. Da freuen sich alle drauf. Es gäbe ansonsten als Alternative wieder Spaghetti Bolognese, was auch alle immer mögen. Aber heute mal ein bisschen was anderes. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich jetzt mit dir hier zusammen backe. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also ich muss jetzt erstmal Eier brennen. Und zwar brauche ich 4 Stück. Eidotter habe ich jetzt hier in dieser Schüssel drin. Da kommen jetzt noch 200 Gramm Mehl rein, dann noch 30 Gramm Zucker, dann noch eine Prise Salz und auch noch Milch, 300 Milliliter. Und dann wird das zusammen verrührt. Ich werde das jetzt alles hier ganz normal wieder einmal abmessen. Siehst du, wie hell die Küche ist? Oh, ich wusste es, dass der Frühling hier schon richtig toll wird. Und dann kommt ja auch noch bald der Sommer, der wird ja noch toller. Ich sitze dann wirklich nur noch in der Schaukel draußen. 200 Gramm erstmal Mehl, ein bisschen Salz, eine Prise, ein bisschen mehr. Das schmeckt ja dann auch gut, wenn genug Salz drin ist. So, 300. Und das kommt jetzt in meine Rührschüssel. In meine Maschine rein. Okay, das ging schnell. Das war im super Power-Modus. Also das ist jetzt schön steif. Guck mal, oh Mann, das ging wirklich sehr, sehr schnell. Also das kommt jetzt einfach hier mit rein in die andere Schüssel. Ich rühre das jetzt einfach so mit runter. Guck es dir an. So, dass es noch schön fluffig bleibt. Kommt jetzt Butter rein in die Pfanne. Die Pfanne kommt auch gleich mit in den Ofen. Deswegen habe ich so eine genommen, die flache hier. Ich finde die so toll, diese flache Pfanne. Hätte ich nicht gedacht, dass ich die doch so oft benutzen würde. Am Anfang sah sie ja so ein bisschen komisch aus von der Form her. Aber sie ist echt toll. Das muss ich jetzt erstmal schmelzen. Und dann kommt mein toller Teig da rein. Okay, jetzt ist die Butter heiß.
Ich habe jetzt die Rosinen dazu gemacht. Und ich mache jetzt den Teig klein. Ist auf jeden Fall schon sehr fluffig geworden. Sieht jetzt schon sehr gut aus. Also mit den Rosinen kommt das jetzt auch noch mal kurz in den Ofen und dann ist es schon fertig. Jetzt müssen meine schmutzigen kleinen Kinderchen erstmal reinkommen. Es gibt jetzt Kaiserschmarrn. Kommt ihr bitte. Aber bitte da die Schuhe ausziehen, ne? Oh Mann. Ja, zum Glück haben wir hier noch so einen kleinen Vorlegerteppich. Und einmal Hände waschen, bitte. Ja. Ich habe hier auch noch in meinem Kabüffchen drin. Pfannkuchen. Pfannkuchen, ja, so ähnlich, ne? Wie Pfannkuchen. Habe ich auf jeden Fall hier auch noch Apfelmus in Reserve da. Oh, da klingelt es schon. Das bedeutet, raus aus dem Ofen. Schnell. Apfelmus könnt ihr auch schon mal aufmachen. Ich mach hier wenn schon mal du es nicht schaffst, dann kann ich das machen. Dann lass mich das machen. Zucker. Könnt ihr euch gleich noch dazu nehmen, wenn ihr wollt. Wow, so sieht es aus. Unser Mittagessen heute. Ein bisschen anders als sonst. Abendmittagessen. So? Danke. Kannst ja auch noch Puderzucker nehmen, wenn du willst, ja, ne? Danke. Aber Papis Schale. Kann ich einmal Papis Schale haben? Dann tausche ich einmal mit dem Papi. Danke. Bitte. Gut geworden? Elisa hat ja noch gar nichts. Elisa, gib mir mal den Schlüssel hier. Ich glaube, ich habe das schon mal im Kindergarten probiert. Ja, bestimmt. Ja. Hm, was ist das? Und noch Apfelmus? Nein, danke. Probier mal, Elisa. Okay. Guten Appetit. Danke. Ich bin bereit. Ich habe mich in mein Outfit geschmissen. So, es kann losgehen. Just 5 Minuten, ich muss noch ein paar Tabak machen. Ja, Justus zeigt dir jetzt einen Hack. Du übertreibst, das ist viel zu viel. Nein, es ist nicht zu viel. Justus sagt die ganze Zeit, der Bauch ist groß. Ja. Du brauchst trotzdem nicht hier 20 Verpackungen. Das ist viel zu viel. Mit einer Bahn ist das nicht getan, man muss so 2 Bahnen wieder machen. Okay. Justus plündert hier gerade den ganzen Gips und ist der Meinung, dass die beiden Pakete nicht reichen werden. Justus übertreibt immer ganz gerne. Knapp jedenfalls. Nein, Justus, das ist viel zu viel. Gucken wir mal. Ja, er möchte auch nicht das so lagig machen, sondern er möchte das mich dann direkt mit einrollen. Normalerweise schneidet man. Und dann macht es auf die andere Seite. Verstehst du? Und dann kann ich auch so rüber und dann schräg und dann mache ich den nächsten gerade drüber und dann schräg. Das heißt, sie sind dann nicht nur übereinander gelegt, okay, sondern auch verknüpft. Gut, wir lassen uns alle überraschen. Mhm. Justus ist endlich bereit. Er hat hier sogar nochmal so ein Vlies ausgelegt. Also da werde ich mich jetzt hinstellen und dann wird mein Mann hier dich eingipsen. Gips und Verkauf Wasser. Das hättest du wohl gerne. Oh, jetzt muss ich die ganze Zeit stehen. Ich hoffe, das schaffe ich. Du bist gleich ganz schön vollgesaugt und ich wahrscheinlich auch. Könnte ich. Genuss! Bist du fürsorglich, mein Schatz? Ja. Justus kennt das ja schon. Er ist ja schon Profi, hat das schon ein paar Mal gemacht. Aber, ne, ich kann nicht so lange stehen, mein Schatz. So, okay. Also, du willst jetzt. Und die Hose müsste eigentlich auch so ein bisschen auf halb acht. Ja, dann mach das doch, so wie du es brauchst. Ich glaube, du weißt schon, dass es tropft ja runter, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Guck mal, Justus macht das einfach so komplett da rein. Ich glaube, normalerweise macht man das nicht so. Ah, kalt! Ich habe warmes Wasser genommen. Jetzt hier sehe ich von kalt. Hast du deinen Bauch eingecremt? Oh nein, ich habe ihn nicht eingecremt. Ich habe ihn vergessen einzucremen. Wo ist denn meine Creme? Bitte nochmal schnell. Okay, wir sind doch keine Profis. Wo sind denn hier deine Tücher? Was machst du denn hier? Ich war erschrocken, du bist so verrückt. Spiel gerade verstecken, oder was?
Sachen an. Den bringst du mal dran. Nein, hab's. Ich bin nicht so vorbereitet, Justus. Also ich bin top vorbereitet. Also ich hätte den doch im Badezimmer machen sollen. Ja, den kann man nicht ordentlich mehr abwischen. Der ist jetzt so voll gesifft hier mit deinem Gips. Einfach drüber, sag mein Mann. Warum machen wir das eigentlich im Badezimmer? Wäre das nicht irgendwie besser? Und was hat das denn hier jetzt alles fertig gemacht, sag uns? Ja, draußen wolltest du ja nicht. Draußen wäre ja, besser. Justus soll, dass ich mich draußen im Garten präsentiere. Vor der ganzen Nachbarschaft. Vor allen Dingen gleich, ne? Ist ja auch noch hier oben rum dran. Das ist in Ordnung für dich, ne? Was ist das? Kannst dich ja wegdrehen. So, komm. Der Junge, guck dazu. Guck mal, mein Bauch. Du siehst so klein aus und mein Bauch so riesig. Das sieht nicht nur so aus. Es wird dann auch später richtig schwer mit dem Gips. Ja, ja, deshalb versuche ich mich jetzt beeilen. Und deshalb habe ich auch alles schon vorher ausgepackt und deshalb geht das jetzt hier auch. Aua! Kannst du bitte nicht auf meinen Bauchnabel drücken? Das tut weh. Erster Strang, ne? Das ist jetzt eine. Wie nennt man das? Bahn. Eine Bahn, ja. So, okay. Ich mach das immer so hin und her. Nicht auf meinen Bauchnabel, bitte. Ja, dein Bauchnabel ist mitten auf deinem Bauch. Das ist schwierig, dann einen Bauchabdruck zu machen, ohne deinen Bauchnabel mit einzubringen. Einfach nur nicht draufdrücken. Musst du nicht noch ein bisschen mehr rum oder geht das schon? Okay, ich mach gleich noch ein bisschen mehr. Okay. Oh, das sieht so süß aus, jetzt schon. Guck mal, du brauchst doch nicht 15 Bahnen, das reicht doch hier schon. Es reicht eben nicht, diese eine Bahn oben drüber. Ja, und dann möchte ich noch mal betonen, diese Sets, die man kaufen kann, für diese Bauchabdrucke, da sind ja immer nur irgendwie, wie viele? 4 Bahnen drin. Da muss man immer nachkaufen. Also, musst du vorher noch mal in die Apotheke und Gips holen. Jetzt mache ich mich oben rum frei. Ich würde sagen, wir melden uns gleich wieder, wenn das ist hier auch alles fertig hat. Ja? Jawohl, Sir. Ja, mein Schatz. Ich wusste nur, jetzt einmal ist das Gerüst weiter kurz und jetzt geht es weiter da oben. Oh, so sieht das gerade aus. Ich finde, Justus hat das hier nicht so gut gemacht. Nee? Da muss es reingehen, verstehst du? Aber okay. Meine Frau ist unzufrieden. Ja, das ist irgendwie... Oh Gott, Justus, ich glaube, ich habe das Gefühl, das fällt gleich ab, weil es schon getrocknet ist innen. Ja, ich beeile mich. Ah. Okay. Ah. Unten ist noch nicht richtig. Ja, dann muss ich das festhalten oder so, ich weiß es nicht, aber es fällt gleich ab. Ah, ich kriege jetzt auch gerade einen harten Bauch, dann zieht sich das so zusammen. Ah. Ey, ich beeile mich doch. Jetzt kann ich auf Schönheit nicht mehr achten, mein Schatz. Das Baby, ja. Es fällt gleich ab, Justus. Das ist, ja, es zieht so. Ich mach so schnell ich kann. Wirklich? Ja. Komm mir nicht so vor. Es ist gleich ab. Ja. Ich schneller kann ich nicht. Gleich liegt es auf dem Boden. Nein, ich sag's nein, dir, nein. Ich nehme es dir gleich ab. Ich nehme es dir gleich ab. Es zerbricht auch nicht. Dafür habe ich ja jetzt die zweite Lage drüber und da passiert jetzt nichts. Und den Rand muss ich dann später abschneiden. Das Ich habe hier oben, bin ich wirklich auch ein bisschen unzufrieden. Na, hast du nicht so schön ja, gemacht aber, hier. Ja, aber ich wollte das hier nochmal nachziehen. Okay, jetzt, das heißt, wenn du willst. Ja, aber langsam bitte. Eins, zwei. Nein, nicht einfach so abziehen. Bist du verrückt? Aua, lass das, ich mach das selber. Lass das auf. Cool. Eins. Nee, nix ab, du ziehst das nicht ab. Ne? Lass das, ich sag's dir. Oh. Ja, komm, Bauch zieht es ganz doll. Ja, das, wenn das Baby das nicht mag, außerdem ist das ja auch warm. Das Baby ist das egal. Nein. Meine Haut aber nicht. Oh. Aua. Du wolltest das, mein Schatz. Ein bisschen Schadenfreude habe ich. Ich habe mich auch eingecremt, warum ist das ja trotzdem so ziepelig? Pass auf. Okay, schafft. Cool. Jetzt kann ich das ein bisschen nachschleifen. Ja, das ist nicht so schön geworden, weißt du, wenn das nicht so reingeht. Ja, mein Schatz.
Das ist hier nur der Rohling jetzt. Okay. Du kannst hier oben ein bisschen schleifen noch. Ja. Und ich gehe jetzt duschen. Jo. Dankeschön, mein Schatz.